In seiner Loge verfolgte Kaiser Septimius Severus, ein leidenschaftlicher Anhänger der Spiele, das grausame Geschehen. Mit ihrer erotischen Ausstrahlung, ihrer animalischen Kraft wühlten die Gladiatoren die Emotionen der Zuschauer auf. Sie ließen ihre Muskeln spielen und bedienten den Voyeurismus der Masse. Wer konnte ihnen widerstehen? Sie fühlten sich als Helden und waren doch Ausgestoßene der Gesellschaft. Außenseiter, die ihr Leben aufs Spiel setzten, im Dienste der Kaiser. Das Volk schätzte großzügige Politiker, die sich oft bis über beide Ohren verschuldeten. Die Arena war eine Stätte der Todesverachtung und Todesverherrlichung. Mitten im Frieden wollte man das Volk hier auch für den Krieg vorbereiten. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir das ja in der Kaiserzeit in den römischen Städten mit einer Gesellschaft zu tun haben, die den Krieg selber gar nicht kennt. Also die Männer werden nicht eingezogen zum Krieg. Das macht das Berufsheer und die Hilfsvölker an den Grenzen. Das sind also Leute, die selber, vor allem junge Leute, die selber wenig Möglichkeiten haben, ihre Kräfte, ihren Mut, ihre Tapferkeit zu zeigen. Und die zum Teil das durch die Vorführung ersetzen müssen, durch das Anschauen ersetzen müssen. Es gibt Quellen, die sagen, dass die Gladiatoren eben bewundernswürdige Beispiele für Tapferkeit bieten. Und sie waren Idole, konnten es zu Ruhm und dank hoher Siegprämien auch zu Reichtum bringen. Sie besaßen eine eingeschworene Fangemeinde. Männer gaben ihnen ihre Herzen hin, Frauen auch ihre Körper, hieß es. Die Gladiatoren waren die erklärten Lieblinge der Römerinnen. Sogar Kaisergattinnen wie Faustina, die Gemahlin von Marc Aurel, suchten das erotische Abenteuer und nahmen sich Gladiatoren als Liebhaber. Im Dunkeln bleibt die Herkunft der Spiele. Zu Ehren der Toten hielten Etrusker und ihre benachbarten Stämme Vorführungen ab. Bei den Trauerfeierlichkeiten wurden Menschenopfer am Grab hochgestellter Persönlichkeiten durch den Zweikampf ersetzt. 264 vor Christus fanden die ersten überlieferten Gladiatorenspiele bei einer Leichenfeier statt. Griechenland war die Wiege des Sports. Als Sulla 80 vor Christus Berufsathleten aus Griechenland nach Rom bringen ließ, fanden sie hier nur allmählich Anklang. Die Römer selbst trieben Sport auf dem Marsfeld, bei Ballspiel, Diskuswerfen und Schwimmen im Tiber. Nach seinem Sieg über Antonius und Kleopatra stiftete Augustus ein Sportfest, bei dem athletische Vorführungen, Reiterkämpfe sowie Regatten auf dem Programm standen. Zunächst befürchtete man Sittenverderbtheit durch die Nacktheit der Athleten. Seneca glaubte gar, die körperlichen Strapazen blockierten das Denken. Und man spottete über Berufssportler. Wie blödsinnig im Geiste sind diejenigen, deren Oberarme und Schultern wir bewundern. Von der griechischen Kultur in den Bann gezogen, führte Nero schließlich Wettkämpfe mit Athleten, Reitern und auch unter Musikern in Rom ein. Domitian errichtete in Rom das einzige Sportstadion für etwa 15.000 Zuschauer. Seine Ausmaße spiegeln sich noch heute auf der Piazza Navona wider.
Zu Ehren des kapitolinischen Jupiter ließ Domitian Athleten zum Wettlauf, zum Boxen, Ringen, Diskus und Speerwurf antreten. Neben Musikern ließ er sogar Dichter in lateinischer und griechischer Poesie miteinander konkurrieren. Auftakt zu einem ereignisvollen Tag in der Arena. Der feierliche Einzug der Teilnehmer hatte religiösen Charakter. Am Vormittag lockten Tierhetzen die Zuschauer an. Verschiedene Tiere, durch Verletzungen und Hunger zur Raserei gebracht, kämpften miteinander oder zerfleischten sich. Kaiser Nero ließ Bären gegen Seehunde antreten. Völlig unblutig verliefen die Vorführungen, bei denen Jäger die Tiere mit einem Netz einfingen. Außerdem hetzten trainierte Tierkämpfer die Tiere zu Tode und riskierten dabei auch ihr Leben. Weil sie sich dem Kaiserkult verweigert hatten, sollen auch Christen nackt und gefesselt den Bestien vorgeworfen worden sein. In der Mittagspause, da konnten Massenkämpfe stattfinden von zu Tode Verurteilten, die also keine Chance hatten, darf man nicht verwechseln mit den eigentlichen Gladiatorenkämpfen, oder einfach Hinrichtungen. Und um denen auch einen gewissen Unterhaltungscharakter zu geben, hat man hier sich allerlei einfallen lassen. Da gab es zum Beispiel mythologische Hinrichtungen, wo man bestimmte Szenen aus der Sage nachgestellt hat, meinetwegen Daedalus und Ikarus, und dann stürzte der halt tatsächlich ab. Oder die berühmte Szene von Orpheus, der den wilden Tieren vorsingt und die werden dadurch gezähmt, aber die Römer amüsierten sich dann zu Tode, wenn die wilden Tiere nicht mitspielten und ihn tatsächlich dann zerrissen haben. Am Nachmittag folgten die Gladiatorenkämpfe. Wie faszinierend sie waren, dokumentiert der Kirchenvater Augustinus. Widerstrebend zwar mit geschlossenen Augen, ließ sich ein Christ doch von der Stimmung in der Arena mitreißen, öffnete die Augen und empfing eine Wunde, die seine Seele tiefer verletzte, als es dem Körper widerfuhr, den er erblickte. Denn sobald er dieses Blut sah, sog er in sich wilde Leidenschaft. Er war nicht mehr der gleiche Mann. Musiker feuerten die Kämpfer an, gaben Signale und steigerten die Spannung. Diese Gruppe hier betreibt experimentelle Archäologie. Doch nur die Instrumente lassen sich rekonstruieren. Wie sich ihre Musik einst anhörte, das lässt sich nur noch erahnen. Auch der Zirkus, wie der des Kaisers Maxentius an der Via Appia, stand auf dem Freizeitprogramm. Die Herrscher ließen sich bei den Wagenrennen vom Fanatismus der Menge anstecken. Private Rennställe, meist waren es vier klassische Zirkusparteien, hatten eigene Fangemeinden. Die Begeisterung für schnelle Pferde hatte Tradition. Auf ihre Favoriten schlossen sie hohe Wetten ab. Wagenlenker waren Spitzenverdiener. Bei rasender Geschwindigkeit zu Überholmanövern anzusetzen und die Wendemarke ohne Berührung zu umfahren, das erforderte große Geschicklichkeit. Im Circus Maximus konnten bis zu 300.000 Zuschauer dem Ausgang des Wagenrennens entgegenfiebern. Dieser Leidenschaft war auch Kaiser Nero erlegen, der höchstpersönlich als Wagenlenker auftrat und sich als begeisterter Anhänger des sogenannten grünen Rennstalls bekannte. Auch Theater dienten der Unterhaltung der Massen. Neben dem Marcellus-Theater boten noch zwei weitere, insgesamt 72.000 Zuschauern Erbauung an. Mit der alten griechischen Komödie, wie der des Aristophanes, aber auch mit der neu erschaffenen Pantomime zog man das Publikum in den Bann. Vor allem Damen der oberen Gesellschaft fanden Geschmack an einer besonderen Spielart der Komödie, die mit obszönen Scherzen und Anzüglichkeiten den Ehebruch aufs Korn nahmen. So wurde sogar Marc Aurel, der Philosophenkaiser, wegen seiner Ehemisere der Lächerlichkeit preisgegeben.
den Pausen ließ man im Theater alten Wein, Erfrischungen, Appetithäppchen und sogar ganze Mahlzeiten reichen, um so das Publikum bei Laune zu halten. Um Hungersnöten in der Hauptstadt vorzubeugen, wurde aus dem ganzen Imperium Getreide nach Rom verschifft, das die Kaiser auch kostenlos an bedürftige Bürger verteilen ließen. Das waren durchschnittlich 200.000 Berechtigte. So entwickelte sich die Getreideversorgung zu einer traditionellen staatlichen Leistung. Auch Privatleute wie Scipio, der spätere Bezwinger Hannibals, stellten so ihre Großzügigkeit unter Beweis, um an Popularität zu gewinnen. Später wurde dann Brot ausgegeben. Auch Geldspenden sollten das Volk für den Kaiser einnehmen. Davon legte Konstantinsbogen Zeugnis ab. Bei Regierungsantritten, militärischen Triumphen oder Jubiläen veranstalteten die Kaiser nicht nur Spiele, sondern verteilten auch Münzen. Als gegen Kaiser Hadrian ein Komplott geschmiedet wurde, ließ der Senat die Beteiligten umbringen. Um seinen guten Ruf bemüht, spendierte Hadrian jedem berechtigten Römer 225 Denare. Das entsprach ungefähr dem Jahressold eines einfachen Legionärs. Ließ sich das Volk durch solche Aktionen und die aufwendige Massenunterhaltung von der Politik ablenken und blenden? War es gar entpolitisiert? Immerhin war die Arena auch Podium für Meinungsäußerungen. Hier konnte die Menge gegen zu hohe Getreide- und Weinpreise oder Steuererhöhungen protestieren. Des Öfteren musste der Kaiser den Rückzug antreten und im Sinne des Volkes entscheiden. Das Publikum war berauscht von der Gefahr und der Spannung, von der menschenverachtenden Brutalität, die Macht und Ordnung des Imperiums demonstrieren sollte. Damit ließen sich vielleicht auch Aggressionen kanalisieren. Kaiser Commodus, der Nachfolger von Marc Aurel, fühlte sich auch zum Gladiator berufen. Mit einem Löwenfell als Herakles verkleidet, soll er nicht nur Elefanten, Giraffen und an einem Tag sogar 100 Bären getötet haben, sondern auch Menschen. Floss in seinen Adern vielleicht doch das Blut des Gladiators, mit dem sich seine Mutter Faustina eingelassen hatte? Christliche Kaiser verurteilten schließlich solch grausame Spektakel. 438 mussten die Gladiatoren endgültig von ihrer Bühne abtreten. Sie überließen sie nun ganz Seiltänzer, Akrobaten und dressierten Tieren, vor allem Bären. 523 fiel der Vorhang auch für diese Vergnügungen. Das Kolosseum schloss für immer seine Pforten. Das Symbol für die ewige Stadt Rom ist es geblieben.